Ja, hallo. Ich grüße euch wieder von der Hof Bergmann 1007 Beta 1. So. Muss mal eben. In der letzten Folge haben wir ja das Gras reingeholt. Die Weide mal eben ganz schnell noch düngen. Wieder schönes saftiges Gras drauf kriegen. Das ist ja nicht ganz unwichtig. Auf los geht's los. So, wir haben heute Sonntag, den, was haben wir denn heute überhaupt? 20. Na, guck an. Ich hoffe. So, ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Seid ausgeruht. Im Gegensatz zu mir. Also gut geschlafen habe ich, sehr gut sogar. Aber ich könnte schon wieder schlafen. Momentan wohl die Schlafkrankheit, ich weiß auch nicht. Ich komme mit dem Hintern morgens nicht mehr hoch. Aber ich habe auch so ein kuscheliges Bettchen, wa? Das liebe ich ja heiß und innig. Ich war eigentlich immer ein Frühaufsteher, aber im Moment ist das so. Im Moment ist gut. Das geht jetzt schon über ein Jahr. Ich komme nicht mehr hoch. Ich hätte vielleicht das neue Bett nicht kaufen sollen. Das kann, das, ja genau, das ist es. Wir haben uns vor einiger Zeit, das ist ja schon ein bisschen länger jetzt, ein Boxspringbett gekauft. Das ist so was Herrliches. Ja, zugegeben, es war nicht billig. Ich meine, das kriegst du ja auch welche für 400 Euro. Sowas haben wir nicht. Wir haben ein bisschen was Teureres, aber das hat sich gelohnt. Definitiv. Aber der Nachteil ist, ich mache nicht mehr so früh aufstehen. Ich liege da gerne drin. Ich gehe abends früh ins Bett, gucke dann noch so ein bisschen Videos oder Filme. Ja, und dann wird geheiert. Nur irgendwann sollte man dann ja morgens wieder aufstehen. Und ich mag einfach nicht aus dem Bett. Mein Hund findet das auch nicht so toll. Der weckt mich dann schon mal etwas intensiver nach dem Motto, so, Alter, jetzt wird's aber mal Zeit. Hat ja auch recht. Meistens klappt es auch. Also von Seiten des Hundes gesehen. Aber nicht immer. Da muss der Hund halt warten, dann gehen wir später. Aber wir gehen, das ist wichtig. Nur wenn es zu doll draußen regnet, also wenn es wie Windfäden schüttet, dann gehen wir nicht. Dann ist er auch mit dem Garten zufrieden, dann will er auch nicht. Dann mag er nicht mehr. Er geht auch nicht immer mehr eine große Runde. Meistens reicht ihm eine kleine. Er ist ja schon ein bisschen was älter. Ist ja auch alles in Ordnung so. So, guck, da haben wir das Feld jetzt hier gleich, das Feld, die Weide gleich gedüngt hier. Und dann können wir uns anderen Arbeiten widmen. Ich glaube, ich war der Meinung, dass ich gleich eine tüften wollte. Irgendwie so weit hatte ich mir so, schwebt mir so vor.
jetzt wieder eine Ernte, ne? Ich habe gar keinen. Oh, Grande de Malheure. Zum Kaufen, das wird wohl nicht. Das wird wohl noch nicht reichen. Ne, dann machen wir anders. Das machen wir anders. Ich habe ja ein Feld Sojafreif. Dann hauen wir erst das Sojafeld runter. Verkaufen das und dann kann ich mir auch ein Roder leisten. So machen wir das. Und zack. So, den klappen wir wieder zusammen. Jetzt fahren wir zum Hof. Ach, wie doof. Wir fahren zum Hof. Oh. Nee, das ist nicht doof. Dünger könnte man ihn direkt auffüllen. Ne? Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Dünger. Und das kostet wieder. Das ist eine Düngerproduktion, muss ich mir noch besorgen. Jetzt fertig voll. 19.000. Da habe ich mich verschätzt. Da soll ja nicht hin. In das Loch soll er. Okay, zack. So, dann gehen wir zum Drescher. Genau hier gegenüber, gell? Mal eben schauen. Genau, so ja, und der ist reif, ne? Ja. Die zwei, die können wir runterballern. Dann machen wir. Schau mal wieder waschen. So, Stille. Zack. Jetzt geht's los. Da steht mir ein Baum im Weg. Kann das passieren? Wie kann sowas passieren? Wer hat da den Baum hingepflanzt? Anni! So unglaublich. Frechheit. So wie ihr seht, seht ihr richtig, ich kriege Sojastrom. Auch dieses werden wir pressen und verkaufen. Weil wegen Talerskill. Geld. Geld regiert die Welt. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee.
Oh, Entschuldigung, ja, gibt es ja auf Mod Hub diesen Mod, ne, dass du hier auch eben von anderen Getreidearten Strom bekommst. Ich denke, ihr wisst, welchen Mod ich meine. Und wenn nicht, kann man ganz einfach finden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Für Raps hatte ja schon Efconator so ein Skript gemacht, dass du von Raps Strom bekommst. Ich meine ja auch von Mais und so. Mais? Nee, Mais. Was war das denn? Ja doch, mit Mais kannst du doch auch irgendwas machen. Da war doch was. Da war doch noch was. Na egal. Gesagt, das flippen wir eben noch hier runter. Das werde ich dann verkaufen. Und dann kann ich da linkshändig von dem Drescher, da drüben, die Kartoffeln ernten. Dann will ich mir nämlich noch eine Roder mit Krautschläger. Für den großen habe ich ja noch kein Geld. Da muss erst der kleine 3 Meter reichen. Traktor gezogen. Aber nicht wahr? Nicht wahr? Gezogen von die Traktoren. Ja, so ist das. Auch mal so tun, ne? Aber was anderes. Wir gucken einfach mal von innen nach außen, aber das ist bei der Größe des Schneidwerks ist halt ein bisschen schwierig. Kann man schlecht einschätzen da zu einer Seite. Siehst du? Das meinte ich damit. Dann bleibt man mal wieder an so einem Bäumchen hängen. Da hat das sogar gepasst. Ich bin ja erstaunt. Oder ist der Baum zur Seite gesprungen? Hat das jemand gesehen? So. Das war diese Reihe. Jetzt mache ich das mal so. Oh Moment, hier stimmt was nicht. Das sind jetzt. Nee, ich fahre noch einmal hoch.
oder? Ich wollte ja gerne hier so eine weiße, wie das heißt, ach, eine Linie wollte ich hier reinkriegen, genau. Eine Linie. So heißt das. So. Dann machen wir das so. Gucken wir hier. Dreschen, jawohl. Wo ist er? Guck mal. Ha, das passt doch. Bin ja begeistert. Fast. Muss ich tatsächlich oben anfangen? Ist es denn da? Sonst habe ich dann eher so einen schmalen Streifen stehen, ist auch blöd, ne? Nun gut. Mein Gott, so lang ist das Feld, ist mir gar nicht vorher aufgefallen. Oh, Jotta, Jotta, Jotta. Dann schauen wir mal. Aber so habe ich da wenigstens eine gerade Linie. Ist ja auch schön. Ja, dann war da noch diese Sache mit diesen Ballenpressen. Mobil stationär, wie soll man denn dazu sagen? Weil die Ballenpressen ohne Pickup, die der Andi gebaut hat, die praktisch dann hier auf der Hofberg mal den Presskanal ersetzen würden, die kommen definitiv auch als Einzelmod raus. Habe ich gestern gelesen. Also von Andi selber gelesen. Die sind zu 99% fertig. Und ja, werden dann wohl irgendwann die Tage kommen. Gehe ich mal von aus. So hat das auf jeden Fall geschrieben. Würden in Kürze erscheinen. Ich meine, jetzt sollte man ihn nicht bombardieren und mit Fragen und hast du nicht gesehen, wann ist denn endlich soweit? Wenn es soweit ist, dann kommen die schon, aber wie gesagt, es wird nicht mehr lange dauern. So hat er geschrieben. Das ist so das Neueste, was mir bekannt ist. Weiß ich, ob schon jemand irgendwie noch was mehr weiß wie ich, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, einfach mal das Forum im Auge behalten. Und auch Snookies Null wird das ja auch bekannt geben, wenn es soweit ist. Vielleicht schon morgen, wer weiß. Ich habe keine Ahnung. Oder am Donnerstag. Das warten wir mal an. Nur wie gesagt, also es wird auf jeden Fall als Einzelmod geben, dass man das also auf jeder Karte einsetzen kann. Diese Ballenpressen.
Oder man könnte es auch anders sagen, die Wartezeit hat am längsten gedauert. In Kürze. Es erscheint in Kürze. Aber wir werden es früh genug zu erfahren bekommen. Da sorgen die Leutchen schon für. Und da wir alle geduldige und verständnisvolle Mitspieler sind, ne, warten wir auch geduldig, wie sich das gehört. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage. Die Frage aller Fragen. Fahre ich mit LKW-Anhänger hier hoch? Oder nur mit der Solomaschine? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich glaube, ich fahre nur mit dem LKW, wenn der voll ist, bin ich den weg. Und dann mal gucken, was an Rest überbleibt. Verstehst du, dann bringe ich das entweder auch noch zum Verkaufen oder ich lager das auf dem Hof ein. Mal gucken. Geht's aus? Ja, fahren wir noch ein Stück zurück. So, dele. Röhrchen holen wir schon mal raus, weil der das. Voll! Ist ja toll, er ist voll. So, jetzt muss ich eben zum LKW. Das könnte der sein, jawohl. Anhänger lassen wir hier. Mutig wie ich bin, lasse ich den Anhänger hier. Und sonst, wie gesagt, da wird erst hier der eine Lade verkauft und sonst den Rest ins Lager oder auch verkaufen. Dann müssen wir mal gucken, wie viel das ist. 800 Liter oder so, oder aber 2000 Liter, dafür fahre ich dann nicht zum Verkaufen. Das ist ja Quatsch. So. Holla. Holla, holla, hollala. Mein Gott. So ein Handy kann auch lästig sein, ne? Unter Umständen. Man muss nicht, aber kann. Gut, dann machen wir hier noch den Bogen mit. So können wir das jetzt auch machen.
weil wir fahren ja mit Kips. Kips, kennst du, ne? Ja, guck, da bin ich ja wieder einen Fehldruck aufgeschlossen. Ich habe gedacht, ich könnte das Feld oder den Verkauf alles in eine Folge packen, aber das wird wohl nicht klappen. Das sieht ganz so aus, wenn ich das nicht schaffe. Sehr schön. Ja, ich sag mal so. Ich mache für diese Folge hier Schluss. Den Rest werde ich oder euch abwerten. Zum Verkauf nehme ich euch dann aber wieder mit. Wenn ihr damit einverstanden seid. Wenn nicht, Pech gehabt, wa? Ich mache trotzdem Schluss. Edge. Ja, würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Restsonntag. Gutes Wetter. Und macht das Beste draus. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.